Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farmblog von mir, Niklas. NW-Hof, DF-Hof, wie man es auch immer möchte. Ja, heute ist der liebe Philipp bei mir. Und ja, mein anderer Kumpel, der hat sich den Zeh gebrochen. Selbst schuld. Wer so eine Kacke macht, gegen Schrank läuft, muss damit mal zählen, dass der Zeh bricht. Nein. Wir wollen heute striegeln bzw. schleppen. Umwalzen. So. Wir haben uns beschlossen, hinter dem 45 kommt die Striegel, hinter dem 68 kommt die Schleppe hinter. Ich schlepp dann vor und er striegelt dahinterher. Ja, du bist ja selber Deutsch-Fan, so gesagt. Jo. So, und dann gehen wir dann, können wir, denke ich, gleich mal loslegen und dann bis gleich. Striegel anbauen. Dann wollen wir jetzt schleppen. Philipp kommt da mit der Striegel angefahren. Ich stelle dann aber mal auf der Haube drauf.
jetzt das Spiel mal umgekehrt. Jetzt wird er walzen, ich baue ab und dann geht bei meiner Freundin, meinem gucken in der Werkstatt, ob da alles klar ist. Ist ja auch gemein, wenn ich die ganze Sache alleine lasse. Jetzt fahr mal hier vor! Fahr mal hier vor! Bauer sucht Gang! Du hast mehrere, ne? Ja? Du hast mehrere! Ja, ich weiß, wo es als Beispiel schild wurde. Oben links? Hier oben? Ganz links oben ist Arbeitsgang. Du musst komplett nochmal neu treten, ne? Der ist drin. Der ist auch drin. Ja. Also immer so, Julian, der hier mal kommt, der hat ja da auch erst Probleme mit, aber wenn man es einmal kann, dann kann man das. Ne? Er geht jetzt einmal mit der Schleppe noch direkt drüber her. Mit der Walze. Die wiegt nämlich gut was. Während ich mit meiner Freundin am Bienenhaus bauen bin, walzt Philipp da hinten glücklich weiter. Ja Leute, dass das Video so einen Abschluss nimmt, hätte ich nicht gedacht. Ja, es Schleppen hat alles Spaß gemacht. Ja, meine Freundin lacht jetzt mich aus, weil ich das Abschluss drehe. Auf jeden Fall ist ganz anders gekommen. Manche Aufnahmen waren im Video gut, auf einmal ist der Schlag eigentlich jetzt anders geworden. Kann ich nicht mal so schneiden, dass es das nicht auffällt, aber es ist einfach so, wie es ist. Mein Vater wurde gerade vom Krankenhaus abgeholt. Krankenhaus. Der ist ja krank, krebskrank. Mit einem Infekt. Man weiß nicht, was das für ein Infekt ist. Ob das Corona ist, ob das eine Grippe, ob das eine Kältung ist. Weil ich jetzt heute Morgen auch schon Halsschmerzen. Ich denke mal nicht, dass ich jetzt irgendwie Corona kriege. Ich hoffe mal nicht, dass ich eine Kältung kriege. Das kann jetzt auch gleich, wo ich alles weiß es. Ja, ich keine Ahnung, wie das gerade heißt, wenn man einfach was hat, was gar nicht da ist, wenn man sich's einbildet. Egal. Ja, darum ist es jetzt mein Abschlussvideo. Und bis zum nächsten Video. Wollten halt eigentlich noch ein Abonnenten-Spezial machen, wir waren gerade dabei, aber dann kam gerade der Krankenwagen, der Rettungsdienst. Ja.